Hallo, hier sind wir wieder bei The Amazing Spider-Man und sind letztes Mal hier stehen geblieben. Wir haben alle vier Säulen deaktiviert, wir haben sogar die zwei Generatoren deaktiviert, die wir gebraucht haben, um hier durchzukommen. Und jetzt kommen wir zu diesem Generator. Ich weiß noch nicht ganz genau, was er bewirkt. Er macht nur eine Tür auf, auch simpel. Und aktiviert noch ein paar schöne Laser. Gut. Gut, da oben sehe ich einen. Den mache ich als erstes weg. Somit habe ich freie Bahn auf den unteren, aber davor hole ich mir erst das Comic-Heft, weil das ist wichtig. Bekommt man eigentlich etwas, wenn man alle Comic-Hefte gesammelt hat? Moment. Nein. Ich habe aufgenommen gedrückt, gell? Habe ich bei Outer City Aufnahme gedrückt? Ja? Sicher? Okay. Wenn nicht, dann ist das ein Stummfilm. Aber ich glaube, ich habe die Aufnahme gedrückt bei Outer City. So, freie Bahn. Diese Laser, ja, diese Laser sind ein bisschen hart. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Moment, erstmal da hoch. Ach du Scheiße. So, Moment, vielleicht. Ah, das war ein bisschen dumm. Erstmal den hier. Oh oh, der hat mich gesehen. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und der Kostüm ist kaputt genug. Da machen die paar Schüsse auch nichts aus. Weiter geht's. So, wir haben ein Technik-Update. Das. Moment, wir haben auch eine Nachricht hier. Oder? Was hat denn das zu bewirken? Weiß ich gar nicht. Es blinkt einfach nur. Audiobeweis aufspielen. Nee, machen wir aber nicht. So, Technik-Update. Was können wir noch updaten? Wir können nur noch eine Sache updaten. Und zwar die hier. Schön, jetzt haben wir hier alles. Ist noch immer nicht freigeschaltet, wird auch wahrscheinlich irgendwann freigeschaltet in ferner Zukunft im Let's Play. Das sind bestimmt coole Moves, ich hoffe mal. Aber abwarten. So, jetzt den hier erstmal lahmlegen. Und können wir direkt da drauf? Nee. Wow! Und zurück zu dem Laser. Bin ich glatt vorbeigeflogen. Also die Laser sind schon, also wenn sie einen erwischen, dann sind sie verdammt gefährlich, aber ansonsten sind sie wirklich pillepalle hier, also ist echt kein Könnchen vorbeizukommen. Ach, wieder so ein dummer Boden. Moment, da gehe ich gleich mal an die Wand. Ah, fuck. Oh mein Gott. Okay. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da jetzt noch dann Laser auftauchen. Das ist ja mal heftig. Okay, jetzt bin ich vorbereitet. Ich glaube, jeder ist an dieser Stelle gestorben, der das Spiel gespielt hat. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe. Ja, die Laser ausschalten ist mir schon klar. Das. Ach nö, jetzt wieder von hier. Mist. Moment, kann ich da nicht einfach vorbei? Ich muss doch diese blöden Laser gar nicht kaputt machen. Aber die bringen halt Erfahrungspunkte. Oder? Bringen die noch welche? Nee, bringen keine mehr. Doch, die bringen noch Erfahrungspunkte. Ah, Mist. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich gerade gestorben bin. Aber, naja, wer hätte sowas kommen ahnen können, müssen. Das Comic-Heft haben wir immerhin schon. Ich könnte, obwohl, wisst ihr was, ich verzichte einfach mal auf die Laserpunkte. Und gleite einfach mal straight durch. So, jetzt da nach unten. So, das ist mir ein bisschen zu doof. So. Hier machen wir aber die Laser. Und dann auf zum nächsten direkt. Somit hätten wir schon mal zwei erledigt. Jetzt müssen wir wieder auf den Boden einen Generator zerstören. Und die beiden hübschen Dinger. Sag adieu zu deinen Schrauben. Weg. So. Aber ich weiß jetzt nicht. Vielleicht kommen jetzt neue Laser. Nee, ich sehe keine. Gut. Oh, das war's auch schon. Ist das Gwen? Wir halten nicht mehr lange durch.
Ja, ja. Ich komme. Geben Sie nicht auf. Ich hol Sie da raus. Bin schon unterwegs. Operationsstufe 98%. Auslöschung steht bevor. Ach du Scheiße. Genug geredet. Scheiße. Zeit zu handeln. Oh, oh. Hab ich irgendwas? So, jetzt... Erstmal die Gegner hier ausschalten, weil ich denke, die könnten noch ein Problem werden. Hier läuft einer seine Route. Hab dich. Oh, oh. Du gefällst mir gar nicht. Ach du Scheiße. Aus die Maus. Aus die Maus. Das sind so typische deutsche Sprichwörter, die mir einfach irgendwie überhaupt nicht einfallen. Ich bin Russe, ich bin Ausländer. Ich kenne keine typischen russischen Sprüche. Darum sage ich so aus die Maus und Pustekuchen. Was gibt's noch? Schluss mit lustig. Okay, das ist ganz cool eigentlich so. Schluss mit lustig. Aber was gibt's? Was habe ich? Ich habe mal in einem Let's Play, ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war, habe ich irgendeinen typisch deutschen Spruch abgelassen, wo ich mir echt dachte, da fuck. Okay, das könnt ihr jetzt ein bisschen. Vorne ist noch ein Comic-Heft, dafür habe ich jetzt gerade überhaupt keine Zeit. So, ich weiß mal, was für ein Spruch das war. Das war so ein typisch deutscher Spruch. Weiß ich nicht mehr. Ihr könnt ja mal ins Kino gehen. Hey, da drüben, Spider-Man! Halt! Verdächtigen da! Hm? Nee, das erwarte ich auch gar nicht. Aber ich muss mal gucken, weil Infamous heißt er, glaube ich, X, Infamous 3 oder so. Der hat mich mal drauf angesprochen, hast bestimmt auch den Kommentar gelesen. Ich sollte mal diesen russischen Akzent öfters mal einbringen in meine Let's Plays. Ich kann mir auch Spider-Man gar nicht mit russischer Stimme vorstellen, so. Hallo, ich bin Peter Parker und jetzt schwinge ich durch Manhattan. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe keine Zeit. Es geht einfach nicht. Aufhören, oder? Ja, habe ich das jetzt hier erledigt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Solange ich dieses blöde Schutzschild abschalte, ist alles noch in Ordnung. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, nicht verlieren, Spidey. Oh oh. Hör auf, mich anzulächeln. Oh oh. Muss das sein? Könnte drauf gehen jetzt. Aber ich werde natürlich nicht aufgeben, ohne erfolgreich jetzt gekämpft zu haben. Ey, fuck, da kommen immer mehr. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus für uns. Oh oh, da muss ich jetzt, tut mir leid Leute, falls ich gerade ein bisschen leise bin, aber da muss ich mich jetzt höchst konzentrieren. Oh oh, komm schon, sind nur noch zwei. Die kriege ich, die kriege ich. Boom. Kam ein neuer dazu? Nee. Oh, geh kaputt, du Scheißding. Au, 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 au. Nein! Ich muss erst an diesen Typen vorbei. Okay, dann beenden wir das. Zeig, was du so drauf hast. Tun wir so, als hätte ich nichts gesagt? Moment. Was um alles? Das Ding hilft mir? Du hast es geschafft. Bis hierher. Hier, das Gegenmittel. Genug für alle. Und dieses Mal funktioniert es. Es muss einfach. Hoffen wir es. Ach, das sticht. Wie das infiziert. Hast du das gemacht? Es funktioniert. Das ist echt gut. Okay, alle für die Impfung aufstellen. Dieser Roboter. Gwen muss ihn geschickt haben. Das heißt, sie lebt. Mit Sicherheit lebt sie noch. Bestimmt. Also wenn Gwen jetzt sterben würde, wäre das Spiel ja eigentlich
nicht mehr so mit Sinn, weil große Liebe und so kommt bestimmt auch nochmal vor. Gut, der Roboter hat uns gerettet. Kann ich ihn schlagen? Nein. Wäre auch ein bisschen scheiße, wenn ich ihn jetzt einfach hauen würde, wo er uns schon mal gerettet hat. Also ich glaube, ich muss hier entlang. Ich hoffe es zumindest. Jetzt wieder nach oben. Hopp. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Comic-Heft. Nee, aber ein Technik-Update. Und ein Comic-Heft irgendwo. Komm schon, Leute. Gebt mir ein Comic-Heft. Ach, wisst ihr was? Draußen gibt es so viele Comic-Hefte. Ah, wusste ich doch. Dankeschön, Spiel. Du hast mich nicht im Stich gelassen. Immer noch nach oben, oder wie? Oder nach unten? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay. Man sollte vielleicht doch Multiple Choice machen und einfach mehrere Wege auswählen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich hochkomme. So, Stück für Stück. Ich könnte eigentlich auch an der Wand entlang... Okay. Das kann ich mal von meiner Liste streichen. So, Moment. Kann ich das nicht gleich so aktivieren? So. So. Okay, jetzt weiß ich wirklich nicht wohin. Ich bin ganz oben. Also mal hier hin. Und dann gibt es vielleicht irgendwo einen Schacht, wo ich hin kann. Nein. Warte, von da bin ich ja gekommen. Ach nee, von da bin ich... Oder? Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Gwen, ich komme! Gwen! Comic-Heft! Lauf, lauf, lauf! Statt einfach zu schwingen, aber... Ich lauf lieber. Ist sicherer. Gwen, Gwen, nein! Alles ist gut! Ich bin jetzt da! Mit dem Gegenmittel! Es funktioniert. Gwen? Gwen? Nein. Nein, tu das nicht. Du bist sicher. Ich habe doch alles getan, dich zu retten. Du musst für mich durchhalten. Gwen! Gwen, du musst für mich kämpfen. Du musst kämpfen! Gwen! Du weißt, dass du die eine warst. Seit ich dich zum ersten Mal sah, du hast alles so einfach aussehen lassen. Ich wollte einfach nur bei dir sein. Auch als ich versprochen habe, es nicht zu tun. Ich wollte dich einfach lieben. Ohne dich bin ich nichts, Gwen. Peter Parker. Das ist das Schmalzigste, was ich je gehört habe. Das war mir so klar. Du bist am Leben. Und es geht mir viel besser. Das Gegenmittel wirkt. Natürlich wirkt es. Und ob. Hita, ist alles okay? Du okay bist, ist wichtiger. Es wird schon besser. Gut. Ist eigentlich jeder Tag bei Oscorp so? Ich kann nicht glauben, dass du diesen Roboter umprogrammieren konntest. Die neuen Modelle haben dich trotzdem angegriffen. Sie laufen sicher mit einem anderen Protokoll. Das geht vermutlich auf die Kappe von Smythe. Er hatte genug Roboter, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Hat jemand die Situation wirklich unter Kontrolle? Wo ist Smythe jetzt? Er ist weg, seit er den S02 geschickt hat. Der Schlangenroboter, der dich töten sollte. Oscorp bewertet seine Leistungen wohl neu. Glaubst du, wir könnten uns in das Computersystem hacken und die restlichen Roboter abschalten? Alistair Smythe hat die Codes selbst erstellt. Unwahrscheinlich. Warum bin ich nicht überrascht? Gut, ruh dich aus. Wir verschwinden bald von hier. Gut, gut. Sie lebt also. Das war mir auch von vornherein klar, weil wenn die jetzt abkacken würde, wäre das Spiel irgendwie für den Arsch.
Den einen Roboter hat sie umprogrammieren können, die anderen leider nicht, weil Smite die Codes anscheinend wohl selbst programmiert hat oder umgeschrieben hat. Deshalb greifen mich die neuen Modelle auch noch an. Hoffentlich ändert sich das irgendwann. Kleine Warnung, Gwen. Drinnen mit dem Netz zu schwingen ist was anderes als draußen. Also halt dich fest, dann sind wir bald bei mir. Peter, mir geht's gut. Gwen, du warst fast tot. Du brauchst... Wir haben keine Zeit. Wir müssen erst einiges in Ordnung bringen. Du meinst zwischen uns? Nein, Pete. Du hast genug zu tun. Und es weiß immer noch niemand, was hier wirklich passiert ist. Alle glauben, du bist der Böse. Wie oft werden wir uns wohl noch trennen? Ich kenne bei der Polizei ein paar Freunde meines Vaters. Sie werden mir zuhören. Versprich mir nur eins. Wenn du dich... Pete, es geht mir gut. Dank dir. Jetzt geh. Es hat funktioniert. Ich fass es nicht. Ich muss Connors sagen, dass Gwen gerettet ist. Yay! Nice. Eines weiteren Infizierten. Sieht nicht besonders groß aus, aber es hat eine Art Stachel am Schwanz. Okay. Verwendung, besiege den Skorpion in Manhattan. Habe ich den nicht schon mal besiegt? Oh, jetzt haben wir alles andere freigeschaltet. Was gibt's denn hier? Netzschlacht, das hatten wir doch vorhin schon. Powerheap ist neu. Erhöht die Stärke deiner Netzhiebe und die Kraftfelder der Wachen permanent zu entfernen. Das ist gut. Das brauche ich für diese beschissenen Roboter. Echt eine schnieke Sache. Was ist das? Moment, da hatten wir doch schon eigentlich alles. Ja, da hat uns noch ein bisschen gefehlt. Hier war das bei den Technik-Updates. Hier fehlen uns einige Sachen. Können wir uns leider nichts mehr leisten. So. Jetzt möchte ich aber erstmal gucken. Karte. Nee. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Das beenden wir hier das Ganze. Warte, da hinten habe ich vorhin noch ein Comic-Heft gesehen. Das möchte ich mir noch holen. Genau. Ich habe eine neue geheime Einrichtung gefunden. So. Bin ich die beste Reporterin des Planeten, oder was? Du musst Moment, da ist auch noch ein fliegendes Comic-Heft. Ja, danke, Miss Chang. Ich hole mir ein Upgrade. Ich hoffe nur, ich kriege keine Einschusslochbelüftung. Und da auch noch eins. Oh, jetzt sind hier aber die Comic-Hefte ganz schön. Noch ein Ausschnitt für mein Album. Da hinten fliegen auch noch mal zwei. Moment, die will ich mir auch noch holen. Ich habe es irgendwie abgesehen auf diese ganzen... fliegenden Comic-Hefte. Ich finde das ziemlich genial. Bisschen unrealistisch, aber ich sollte mir genial. Ein Abo holen. So, und jetzt den auch noch. Und habt ihr. Teurer geworden, aber jeden Cent wert. Oh, es gibt so viele. Da hinten blinkt eins, da hinten blinkt eins, da hinten. Das sind, ich habe jetzt schon 77. Komm, wir sammeln noch bis 80 Comic-Hefte und dann beenden wir das hier. Wer sagt, Print ist so gut wie tot? Oh, das ist ein bisschen grell hier gerade. Gerade hardcore geblendet. Moment. Wir nehmen das hier noch mit. Was macht? Statt einfach so das Ding einzusammeln. Interessant. So. Komm her. So. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Und damit sage ich ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei The Amazing Spider-Man. Weiß es nicht, ich mach Pose. Usain Bolt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.